Noch nie haben wir uns so stark selbst optimiert wie heute. Wir gehen ins Fitnesscenter, wir achten auf unsere Ernährung oder wir meditieren. Global gesehen geht es uns besser denn je. Wir haben viel Zeit, viel mehr Geld und das führt auch dazu, dass wir uns eben auch immer mehr selbst optimieren möchten. Zum anderen ist unsere Gesellschaft aber auch deutlich technophiler geworden. Wir akzeptieren viel natürliche Technologien in unserem Leben. Das führt eigentlich immer mehr dazu, dass wir bereit sind, eben auch Technologien anzuwenden und uns selbst zu optimieren. Ja, neue Technologien gibt es heute mittlerweile praktisch für jeden Aspekt unseres Körpers. Ob das beispielsweise Brain-Computer-Interfaces sind, über die wir versuchen, über den Geist Maschinen zu steuern. Oder ob es eben auch Smart-Drugs sind, die unseren Hormonhaushalt steuern. Ja, in der Vergangenheit haben wir einfach gelernt, dass eine relativ enge Vorstellung von Gesundheit auch zu einer engen Vorstellung von Wellness führt. Und mit diesen neuen Technologien definieren wir das eigentlich komplett neu. Es gibt noch einen weiteren Grund, wieso dass der Trend zur Selbstoptimierung beflügelt wird. Das ist der Druck von außen. Zum einen der Arbeitsmarkt, der immer mehr Leistung von uns anverlangt, und zum anderen der Beziehungsmarkt, für den wir immer schöner sein wollen. Das heißt, wir suchen im Grunde genommen mit diesen Technologien den Shortcut zum Glück, da wir eben auch immer weniger Zeit und Aufwand dafür betreiben möchten. Egal ob Arbeitgeber, Händler oder Service Provider, in Zukunft wird wahrscheinlich jeder Dienstleister auch daran gemessen, welchen Beitrag er zu unserem persönlichen Wohlbefinden oder sogar zu unserer Selbstoptimierung leistet. Am Trendtag sprechen wir mit Vordenkern und zeigen die Konsequenzen auf. Das Spannende am diesjährigen Trendtag ist die Bandbreite der Referenten. Ob es von Yoga-Anwendungen über Brain-Computer-Faces geht, bis zu Biohackern wie beispielsweise Nee Harbison. Es zeigt eben die unglaubliche Bandbreite, wo sich Wellness eben quasi neu definiert. Wir verändern eigentlich quasi immer wieder neu, was es bedeutet, Mensch zu sein.